Ich habe eben quasi stundenlang gespielt ohne... Oh, in die Richtung. Ich habe eben stundenlang gespielt, ohne dass ich einmal gestorben bin und jetzt am laufenden Band bei solchen Spackos, die ich eben zu Hunderten fertig gemacht habe. Was ist denn das? Ja, ist klar. Vor allen Dingen, seit wann können die mit dem Schild gehen? Ja, so geht das. So aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Pass auf. Ach, diese Dinger, da muss ich irgendwie... Ah, okay. Damit kann ich... Was ist denn das? Ego-Boost? Ach, deswegen bin ich so schnell tot. Die Gegner boosten ihr verficktes Ego an diesem Teil. Alter, was ist denn das für eine miese Spielmechanik? Ehrlich jetzt? Und ich denke, warum bin ich so schnell tot? Die sind quasi Level 5000. Alter, das ist natürlich auch echt hinterfotzig sozusagen. Wenn die Gegner einfach so ihr Ego boosten können da. Archenfall im Anmarsch. Man weiß nie, was aus diesen Gegnern. Ja, ist klar, jetzt sind auch noch die Wolke da. Oder sind die von da hinten rübergekommen? Um mal vorbeizuschauen, was hier so abgeht. Alter, ich sehe nix. Schilde versagen. Boah, nee, der hat sich geboostet. Der haut mich sofort weg. Wenn ich mich nicht hinterm Baum verstecke. Sag ich doch. Ein Schuss und ich bin weg. Dann nichts wie ran. Alter, lass den Scheiß. Die mit ihrem geboosteten Kack-Ego. Ah, fickt euch. Ehrlich jetzt. Kann doch wohl nicht angehen. Auf dein Ego zu boosten, du Spacko. Oh nö, jetzt kommen auch noch Wolke von dort. Echt jetzt? Alter, wer schießt auf mich? Mir geht's schlecht. Die hatten niemals eine Chance. Kann er wohl nicht angehen. Und dann habe ich bei diesem Archenfall noch nie mal was gekriegt. Und da ist schon der nächste. Aber ehrlich, das war mal was Neues. Ich glaube, die haben den Archenfall geupdatet. Spaßi Spaß! Thank you.
ich muss mal kurz nachladen. Alter, wer schießt da auf mich? Na gut. Ich weiß echt nicht, wer da gerade auf mich schießt. Abgeschlossen. Dunkle Materie-Extraktion. 23 Abschüsse, 6000 Punkte. Okay. Was auch immer das gerade war. Da ist schon der nächste. Archenfall im Anmarsch. Man weiß nie, was aus diesen Dingern rauskommt. Also rate ich zur Vorsicht. Mutantenkonflikt. Vertreib sie und der Archenfall gehört uns. Sieht so aus, als ob sie zuerst beim Extraktor waren. Wir müssen sie vertreiben. Sieht so aus, als hätten sie Verstärkung mitgebracht. Du wirst sterben! Wo ist der andere? Oh nein, nicht der da. Wirklich. Oh Gott, jetzt kommen auch noch die Hellbugs. Alter. So, gut. Das war das. Ein Rhino. Werden die da hinten noch dazu gezählt? Alter. Nö, ich glaube nicht. So, gut. FRC Saw. Aber irgendwas muss doch geändert worden sein. So viele Waffen, wie hier jetzt spawnen, hatte ich doch noch nie. Das ist echt merkwürdig. Armstrong Memorial. Ja, normalerweise... Normalerweise hätte ich doch nach dem Archenfall so einen Hinweis kriegen müssen. Hm, merkwürdig. Oh, draußen wird es schon wieder hell. Das heißt, ich sollte vielleicht wirklich Aufnahmepause machen und schlafen. Weil ist ja schon 10 vor 5. Facecam-Festplatte ist noch genügend frei. Und auch auf der, auch auf der normalen Face... auch auf der normalen Kamera ist noch
der normalen Kamera? Auf der normalen Festplatte. Was? North Point, Ridgecrest? Gute Mine, böses Spiel? Okay, gut. Das machen wir nicht dieses Mal. Ja. Geschwindigkeit plus 4%. Merkt ihr, wir sind gleich viel schneller geworden. Brumm. So. Beim nächsten Upgrade gibt's wahrscheinlich einen Blinker. So. Sei vorsichtig. Ich nehme stark an, dass diese kleinen Feuersymbol-Dinger wieder erscheinen. Weil dafür gibt es, glaube ich, keine Mods als Belohnung. Ich bin mir aber nicht sicher. Werden wir ja jetzt gleich mal sehen. Ich würde es natürlich schön finden, wenn die Dinger hier verschwinden und nicht wiederkommen, aber... Hotshot Reservoir-Hühner. Ah, Rangliste. Das heißt tatsächlich, die erscheinen wieder. Okay. Die Hühner bei Forbes Hill haben eine höchst ansteckende Krankheit und müssen ausgeschaltet werden, bevor sie sich verbreitet. Es gibt eine Brandpistole, mit der man die Erreger verbrennen kann. Was? Okay. Drei. What the fuck ist das? Fehlgeschlagen? Ich habe den Bereich verlassen? Okay, das heißt, ich darf also nicht aus der Mitte raus. 3, 2, 1. Ach so, die Rancher sammeln die Kackhühner ein. Jetzt verstehe ich das. Los, erledigen wir sie. Komm schon, stirb. Platz 3. Yay. 370 Punkte. Alter, wie soll man da 4800 Punkte kriegen? Alter, leck mich. Okay, die Dinger erscheinen also immer wieder und sind auch immer wieder spielbar. Das heißt, ich werde sie nicht machen, weil ansonsten verliere ich den Überblick. Aber es sind ein paar lustige Sachen. Die Tube drücken. Muss ich sagen, ist lustig. Sprich, das ist man so ein bisschen außerhalb des üblichen, oh hier, töte ein paar Gegner, sondern da musste man eben halt die Rancher erledigen, bevor sie die Hühner einsammeln. Ich weiß nicht, ob es da ein Zeitlimit gab. Ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, leider. Aber ich finde es irgendwie auch schade, dass diese Sachen nicht, weiß nicht, bei GTA werden sie mit dem, wird sowas mit einem Häkchen markiert, sodass man weiß, aha, die Mission habe ich schon gemacht. Die brauche ich nicht nochmal machen, wenn ich da irgendwie... Keine Ahnung, wenn es jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsmission ist. Staffel 2, Folge 3. Alien-Händler. Machen wir aber nicht. Machen wir beim nächsten Mal. So, gucken wir nochmal kurz, was es hier so gibt. Mod-Händler, Automatikwaffen. Okay. Was gibt's bei dem Händler? Ah, wieder so 5000er Sachen, die ich mir nicht kaufen kann. Was? Das Ding könnte ich mir theoretisch kaufen, aber ich habe erst 18 von diesen komischen Dingern und dafür bräuchte man 420. Und der Server geht eh in 5 Minuten down. Oh, liegt da ein Tonband? Da liegt ein Tonband. Da hören wir doch mal rein. Da hören wir doch mal rein. Ihr Name? Douglas Rivers. So einen Husten habe ich heute Morgen schon oft gehört, Mr. Rivers.
Seit wann geht das so? Seit gestern. Ich sollte mit meiner Schwester Charlie und Freund mit einer Karawane nach Osten ziehen. Ich fühle mich, als sei mir ein Stück Archenfall auf den Kopf gefallen. Mr. Rivers, hatten Sie in den letzten Tagen Kontakt zu Irathian? Die meisten in der Karawane sind Irathier. Charlie führt mit ihnen eine Zeitzeugenbefragung durch. Ich habe es selbst nie gesehen, aber ich glaube, ich weiß, was Ihnen und den anderen fehlt. Nehmen Sie bitte draußen Platz, Mr. Rivers. Ich schicke Ihnen eine Schwester. Virales hämorrhagisches Fieber. Die Irat-Grippe. Das ist alarmierend. Tja, dieser arme Rancher. Warum auch immer ich den Rancher da gerade gezeigt habe. Einfach nur so. So, gut. Wir stehen hier neben der entsprechenden Mission und ja. Gibt's hier irgendeinen hübschen Panoramablick? Oh, das ist doch hübsch. Sternschnuppen und so. Ich würde sagen, damit beende ich diese Aufnahme. Ich bin bei knapp 4 Stunden Aufnahmezeit angelangt. Das sollte auch erstmal reichen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei den Missionen und keine Nebenmissionen mehr. Versprochen. Hier, Ehrenwort, Pfadfinder-Ehrenwort. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als tschüss. Tschüss.